Hey, ihr könnt mal zum Secret-Händler gehen, hier zum wandelnden Händler. Der verkauft, glaube ich, immer ein Gemälde von eurer Frau. Wo sind der? Wo sind der? Ich hab vorm Secret Wood. Secret Wood! Das will ich haben. Und dann kommst du mit, Raymond, in die Skull Mine. Gleich. Mhm. Wenn du so lieb bittest, dann komme ich mit. Sehr gut. Hey, wo ist hier der Händler? Ach, das ist hier in diesem Karren, oder was? Ja, genau. Da, Maru-Porträt, oh süß. Na, ja, das kaufe ich mir. Heiratsring-Rezept. Ja, safe. Das bringt ja nichts, oder? Wir sind dafür verheiratet, alle. Gut. Ja, dann würde ich sagen, alle miteinander. Dann direkt in die... Nee, der Heiratsring ist für andere Spiele heiraten. Janice. Links? Oben schon? Ach, da, an dem. Ah, ja, okay. Mhm. Hast du gehört, Raul, ne? Bitte? Der Ring, der Hochzeitsring ist, um andere Spieler zu heiraten. Ah, verstehe. Stimmt, das ging ja auch. So, ich laufe da mal nach oben, pack das Ding hier rein. Sag Maru moin. Und vor allem meinem Kind. Und dann gehe ich sofort zum Wüstenbasilisk. Obelisk meine ich, nicht Basilisk. Basilisk ist ein Vieh. So, kommt damit. Ja, gleich. Ich liefere noch das Porträt hier ab und dann. Können wir schon mal vorjingeln. Oh, nur Lehm. Warte mal, aber Level 100, schaffen wir das heute noch? Klar. Ja, ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen. Ich würde auch sagen, wir machen es lieber, wenn wir morgens direkt um 7 starten können, oder? Treppe, weiter, Treppe, weiter, Treppe, weiter. Ja. Ist doch egal, oder? Lass doch, wenn wir voll Zeit haben. Ja, Attacke los, komm, Attacke los, machen wir jetzt. Ja. Was ist das denn hier? Okay. Hat jemand Treppen dabei? Ich habe nur 70. Ich habe 10. Dann nehme ich nochmal die restlichen 146 mit. Ja, dann mach du schon mal Treppenroll, wir kommen gleich einfach hinterher. Jo. Genau. Ich klepp noch die Viecher auf dem Weg. Ach, brauchen wir ja gar nicht mehr. Ich habe gerade Dingens hier einen dicken Stein abgebaut. Aber wir haben jetzt alle Secret Notes. Zielhaft dann wieder was braucht. Ja. Oh, hab noch. Ah, ich hab noch. Ja, gut. So, ich bin bei 23. Nee. Was ist denn das in der Skullhöhle rechts für einen Totenkopf mit so einem Knopf ist? Was kann man da machen? Hardcore zu stellen. Ach, das war das, was du meinst vorhin. Ah, okay. Ich bin bei 30. Moin. 40. Ja, ich kleppe hier, wie gesagt, noch Viecher. Ich glaube, diese dicken Slimes lohnen sich halt echt, weil da nochmal kleine Viecher rauskommen. Das zählt dann bestimmt, als mir ihre Gegner gekleppt. Zumindest hoffe ich das. Stimmt. Ich mache einfach weiter. So. Nur noch 18 Treppen. Oh! Wir sind bei 55. Hier ist eine Truhe. Violettes Schleimei. Ja, das kann ich direkt verkaufen. Ach, und hier ist ja... Schleimerei. Leider. Wo seid ihr denn? 46 jetzt. Gut. Folge den Treppen. 56 bin ich jetzt.
Hier ist eine Treppe, dann baue ich keine. So, 66. Hier ist wieder eine Dingens. Eine Kiste. Kaktussaat, 15 Stück. Und Iridium. Oh, ein Fake. Den muss ich kurz killen. So. So sieht's. Nice. Dies reinspawnen und direkt von der Schlange gehittet werden. Ja. Ja, auch so dreist, weil die kommen auf uns zu und wir hauen ab. Und wenn du dann auf das Level kommst, ist er natürlich genau da, wo ja, die Crap ist. So, ich habe jetzt noch eine Treppe. Das heißt, ihr müsst immer weitermachen. Sehr gut. Hier und da nehme ich ein bisschen Iridium mit. Da ist das Slime-Level. Oh. Ja, hier ist Gold, aber das lasse ich mal. Hauptsache, wir kommen erstmal auf Level 100. Hier, Quality Sprinkler. Wow. Einfach alles schon aus Iridium. Yay. Ich krieg nochmal die Billo-Dinger. Man konnte auch diagonal einfach durch die Treppe anbauen. Ja. 96. 97. So. Alles geht nicht. 100. Spaß. Das war die Scherbe. Und du siehst jetzt Mr. Key, ne? Vom Fernseher. Glaube ich. Ja, genau. Gut. Ja, ja. Das erste Mal, erstes Mal, erstes Mal, erstes Mal. I had to see for myself. This area was infested, da hätte ich weiter fighten sollen. Ein Dino. Ein Dino braucht man nicht mehr so dringend. Ja, obwohl, er könnte vielleicht noch ein Dino-Ei droppen. Das kann eigentlich gar nicht schaden. Momentan. Jetzt ist mein Leben auch increased, geil. Ja. Oh, hallo Janus. Moinsen. Oh, ist hier viel Iridium. Ja, moin. Pack ich direkt ein Bämmchen in die Mitte. So, ordentlich Loot. Denn Loot tut gut. Loot tut gut. Genau. So, habt ihr schon irgendwie ein Loch oder Trap gefunden? Rechts oben ist die Treppe. Gut. Da gehe ich direkt weiter, weil ich interessiere mich eigentlich nur für Iridium. Also ich interessiere mich auch für euch. Ich interessiere mich nur für, für Materiales. Material. Ah. Material Boy. Material World. Nur Materiales ist Material World. Ach, da ist ja schon eine Leiter. Ach ja, stimmt. Nein, töte die erst, dann sterben die. Töte sie, dann sterben sie. Brauchen wir aber eh nicht. Hast ja recht. Ach, du meinst, wenn die Leiche. Nee, wenn die, wenn mit die der Bombe Leiche. Explodiert? Ja. Ah ja, das wusste ich nicht. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, hier ist ein Loch. Geil. Die Level. Loch vorm Loch. Das war die Hölle. Ohne Loch hat er das Loch vorm Loch bezwungen. Und dann kam der Meister. Ah, das ist ein Leiter. Weißt, da geht's weiter. Das ist Boise Glider. Das ist Boise Glider. A 1v9er.
Oh, ich will so einen richtigen Cluster, bitte. Oh! Das Safari. Oh, der erste Fake. Der erste große Fake in meinem Leben. Great Hoax. Hier ist noch Iridium. Und warum ausgerechnet Iridium? Von allen Elementen, die es hier gibt, warum haben sie ausgerechnet das gewählt? Weil das eine gute magische Leitfähigkeit besitzt, Raul. Natürlich. Aber ist Iridium nicht eigentlich auch ein Stoff, der auf der Erde übelst selten ist? Haben sie es vielleicht deswegen gemacht? Weil das ein übelst seltenes Element auf der Erde ist? Das fällt mir nämlich zu Iridium ein. Vielleicht. Hey, was machen wir denn? Hier ist doch eine Leine. Mehr Leitern suchen. Nee, die Leiter möchte ich nicht. Ich möchte eine andere haben, bitte. Die habt ihr ja schon benutzt. Die ist nicht schick genug. Die ist nicht Schmuck. Ja. Das ist ein Schmuck. Hier ist eine Leiter. Ich muss auch ein Käffchen trinken. Oh, warte, das lohnt gar nicht, ne? Oder? Ja, doch. Scheiß drauf, Kaffee ist billig. 2 Stunden noch. Ja, eben. Kaffee haben wir. Ja. Du produzierst ja weiter, ne? Auf Halde. Ja, erstmal noch ein Käffchen. Ja, erstmal noch ein Käffchen. So, kurz vorm Schlafen. Nein, Müll. Noch ein Kaffee. Noch den Renjamin. Jakobs Dröhnung. Jakobs volle Dröhnung, genau. Hier ist ein Loch. Ja. Nice, du das. Komm, oh, shit. Let's go. Wie viel? Brawler ist 1000 Schritte gegangen. 8, okay. 8 Levels. Oh, Fogen. Schnell! Na, ist hier wieder was fake? Farming. Ah, ne, der ist die andere Seite. Sehr gut, Doppelbug. Farming Level Ultra. Sehr gut, Doppelbug. Yes. Und ein Ansatz klappt auch. Hier ist auch nochmal Iridium. Super. Oh, prismatische Scherbe. Oh, auch Doppelbug. Aber ist ja scheißegal. Und hier, den kriege ich vielleicht auch noch. Ja, sehr gut. Schön auskosten. Auch wenn wir jetzt K.O. gehen. Wir haben ein bisschen Gold auf Halde. Sehr gut, Doppelbug. Den kriegen wir nicht mehr. Nee. Der ist so dreist, wenn der jetzt noch Schaden macht. Einfach immer nur im Kreis drehen und man ist einfach tot. Ja. Ist in dir drin? Ah, ach, Maru. Ach ja. Und schon wieder ein Event? Maru. Jody ist da. Was geht denn da bei dir, sag mal? Ist ja permanent full house. Weiß ich nicht, don't events heute. Ja. Yeah. To ask you wanted to have dinner with us tonight. Jody lädt ein. Alter, du kleiner. Aber nur Frauenheld. It'll be 7 PM tonight. Don't forget the large mouse bass. Wie, da ist jetzt Fooden bei denen abends? Ist das real oder ist das Gelaber? Nee. Matt during my 3 AM. Nee, das ist wieder was anderes, wa? Ja, übelst weiß, wenn es Gelaber wäre. Geil, die habe ich zu essen eingeladen. Und dann gehst du da so hin, dann freust dich so übelst drauf und dann. Hä, hast du das jetzt wirklich geglaubt? Ja, was willst du denn hier? Ja. Ja. Hä, du hast uns das wirklich abgekauft? Das war eine Nettigkeitsblabla. Voll Idiot. Oh, bist wohl neu im Stadion, hä? Huh? Sternportal. Grünschnabel. Und dann so durch das Mann, Dorf rennen. Leute, er hat's mir abgekauft. Und dann so übelst sich hier nochmal kollektiv, wenn ich Lust habe. Hier! Guck, oh, das hat's mir geglaubt.
Es gibt immer wieder gutgläubige Leute, die darauf reinfallen. Ja. Guckt ihn euch an, setzt ihm die Idiotenmütze auf. Ja. Dann ist diese spitze Papiermütze mit Trottel drauf geschrieben. Ja, oh Mann. Warum denn auch? Bringt nix. Stimmt, die Kisten da oben könnte ich noch ersetzen. Ja, mache ich auch. Nö, das mache ich jetzt einfach. Dafür brauche ich Kupfer. Okay, ich tu's. Und Wood. Da ist aus. Ja, das Schild können wir natürlich auch theoretisch entfernen. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Frage ist, was ist eigentlich mit Alice los? Das ist wirklich die Frage. Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Das sieht ja gar nicht gut aus. Das sieht ja gar nicht. Oh Mann. Digga, warum ist denn hier dieses scheiß Schwert? Ich will's nicht haben. Ich hab schön versteckt in dem Glashaus. Da hat er irgendwie einen Notch rein. Mann, ich hab keine Ahnung, was ich damit machen soll. Verkaufen kann man die nicht, oder? Was nee. Denn? Hm. Was denn? Ja, die Schwerter. Achso, gefundene Schwerter, irgendein Kram. Ich hab extra den Schwerterkiste. Ja, hab ich ja schon in die Schwerterkiste. Die ist voll. Nein, die ist nicht mehr voll. Ach, ich hab die neue? Gesagt, ja. Oh, geil. Ja. Nice. So viel Platz für Müll. Oh, da gehe ich direkt mal zu den Dinos. Gucken, ob da was nachgeschlüpft ist. Dinosaur? Damit Dinosaur? Schön meine Zucht permanent weiterläuft. Ich meine unsere Zucht natürlich. Unsere Zucht. Achso, ich muss stellen, dass du mir die gibst, anstatt sie zu lesen. These boys a glider. One V9er. So, Alter, jetzt Moos. Ich muss Moos farmen, Leute. BBX ist geschlüpft. Noch. Zera fehlt noch, ne? Hä, aber wieso passt die hier rein? 2, 4, 6, 8, 10. Ach so, deswegen passt die hier rein. Ich verstehe. Hier sind nur 10 Viechers. Ich habe extra Platz gelassen. Da hat Vergangenheitsraul mitgedacht. So kenne ich den ja gar nicht. Nice to. Sonst ist das immer so ein Spack, der immer alles wegnimmt und aufbraucht. Der nur Fehler macht. Nur. Ja, Mann, das ist. Lauf ein Band! Achso, du bist sauer auf dich selber sein. Warum ja. So ein Hass gegen dich selbst? Ich hasse mich einfach. Es reicht mir allmählich mit mir. Hä? Was ist denn das Problem? Okay, aber warte mal, hier konnten doch irgendwie die Viechers. Ah, da steht sogar, was gestreichelt wurde. Das ist ja cute. Enorm. Stimmt, die muss ich auch nochmal alle streicheln. Sonst wird die Quality ja nicht better. So. Aber das Umziehen. Wie mache ich das denn nochmal? Ach ja, bei den Tier selbst, ne? Muss ich anwählen. Stimmt. Und dann. Zu Hause ändern. Und dann nehme ich die hier. Und dann noch zu der anderen hier. Dann mache ich das gleiche mit ihm hier. Weil dann sind sie alle nämlich da, wo der Autostreichler ist. Dann werden sie alle im Auto gestreichelt. Das denn? Fuck, ich hab schon wieder die Seeds vergessen, ehrlich jetzt. Wir haben schon 5 Dinos! Das kann doch ein Schwar sein. Geil, so schnell? Ja. Ja, wir haben ja 3 Zuchtdinger. Jedes Mal, wenn ein Ei da ist, wird sofort weitergezüchtet, sodass konstant 3 Dinosaurier gebrütet werden, sozusagen. Also ja, das geht dann recht fix. Also die brauchen natürlich eine Weile, bis sie schlüpfen. Aber es geht ja.
tatsächlich. So, wir waren jetzt auf Level 100. Ich gucke auch gleich mal vorbei auf der Dino-Farm. Wir brauchen Iridium, wir brauchen Schwarz. Unbedingt mal reinpfeffern. Wir haben die neuen Sachen noch gar nicht alle durchgeguckt, ne? Wir haben jetzt die neue Toshi Heavy Furnace, den Anvil, die Mini-Forge. Da gibt es auch so viel Stuff. Wir könnten mal im Vulkan gucken. Oh, wir haben schon 15:40. Ne, das wird nichts mehr, ne? Sonst hätte ich gesagt, im Vulkan gucken bei diesem Händler, der auf halber Strecke ist, ob der vielleicht sowas anbietet von den neuen Items. Aber ich rede einfach mit mir selbst. Das ist ja keine Ahnung, ob der das hat. Okay. Oh, ich habe ein Event mit Maru. Hallo, Schatz. Morgen Abend passiert ein seltenes astronomisches Ereignis. Ein Komet zieht sehr nah an unserem Planeten vorbei. Ich habe gedacht, vielleicht sollten wir ihn gemeinsam beobachten. Smiley. Toll. Treff mich morgen Abend um Mitternacht in den Bergen. Wenn es regnet, machen wir es in der nächsten Nacht. Der Komet ist für ein paar Tage hier. Gut. Ach, Concerned Ape, da hast du gerade noch die Kurve gekriegt. Hä, ich krieg kein Herz mehr bei Maru. Wahrscheinlich, weil ich Max bin, ne? Deswegen habe ich gerade das Event gehabt. Ach so, nee, weil ich... Ja, das ist ein Max... Doch, weil du kriegst eigentlich nochmal ein Max-Event. Also ich hatte... Ja, ich glaube, das ist das Max-Event, was ich gleich kriege, aber ich habe sie schon geküsst heute. Ich glaube, das war das Problem. Und es ist nicht abwarten. Ja. Du kleiner Schlingel, du kleiner Schwerenöter. Oh, ja. Schwerenöter, wenn man seine eigene Frau einen Kuss gibt. Ja, nicht eigene Frau, dann. Lochkleidung und nur zur Fortpflanzung. Shit. Fortpflanzung. Shit. Übelst damit umgehen wie so ein Objekt. Eine Brutmaschine. Wie ein Bier. Bier? Oh, naja. Nee, egal, egal. Das wird nicht besser. Wo sind unsere Treppen? Sind die jetzt alle aufgebraucht? Oder hast du die noch auf Tasche, Janus? Was denn? Die Treppen. Die Treppen? Achso, ja, hab ich. Ja, hab ich. Ja, die kann ich auch wieder zurück tun. Gut. Tülü. Ja, da haben wir noch über 100. Sehr gut. Ich nehme mal 15 mit. Und ich weiß nicht, was machen wir denn dann heute? Theoretisch gibt es dann ja gar nichts mehr zu tun, ne? Jule Fräsche. Was wäre denn das nächste, was es zu tun gäbe? Shards. Und dann weiter die Forge ausbauen. Ah ja. Und Skillen. Unsere Skills auf Max machen alle. Das steht auch noch an, das dauert aber auch alles ein Weilchen. Mhm. Ansonsten, ja, ich weiß nicht. Also halt die ganzen neuen Sachen. Die Liste ist riesig. Es gibt Mystic Seeds, Mystic Syrup, Statue of Blessing, Statue of Dwarf King, dieses Trocknen, hier diese Dörrmaschine gibt es. Ich guck mal, ob man die craften kann, aber ich glaube nicht. Pilzbaumstamm kann man jetzt bauen. Zum Pilze züchten ohne Höhle. Finde ich ganz gut, dass das geht. Kannst sogar irgendwie ein bisschen. Ja, das ist praktisch. Bescheuert. Kann man ein paar mehr machen. Nicht gegen. Also, du konntest vorher keine Pilze sozusagen züchten, wenn du dich für die Früchte entschieden hast. Was auch immer das soll.